Herr Schmelzeisen, worin unterscheiden sich Schweißmaschinen der Baureihe EvoCont von denen der Baureihe EvoCam? Beide Baureihen nutzen die Vorteile des Elektronenstrahlschweißens im Vakuum gleichermaßen gut. Während die Haupteinsatzgebiete von Kammermaschinen, sprich EvoCam-Maschinen, in der Bearbeitung von Einzelbauteilen mit komplexen Schweißgeometrien liegt, ist bei der Bandschweißanlage, sprich der EvoCont, steht da das im Vordergrund das kontinuierliche Schweißen in Längsrichtung von bandförmigen Materialien. Sagen Sie, wo sind die Einsatzgebiete für die EvoCont-Schweißtechnik? Haupteinsatzgebiete sind die Sägeband und die Elektroindustrie. Bei der Sägebandproduktion wird aus einem flexiblen und einem verschleißfesten Band ein Bimetall hergestellt, welches Ausgangsmaterial für Sägebänder ist. In der Elektroindustrie wird aus zwei Kupferbändern und einem Kupfermanganband ein Trimetallband hergestellt, welches als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Messwiderständen dient. Herr Schmelzeisen, würden Sie bitte das Funktionsprinzip einer solchen Anlage aufzeigen? Gerne. Ich hatte ja schon erwähnt, dass bandförmiges Bandmaterial verschweißt wird, das heißt zwei oder drei Bänder, sprich Bi- oder Trimetallbänder, werden von einer Haspel in die Maschine eingeschleust, dort im Vakuum mit dem Elektronenstrahl verschweißt. Wenn notwendig, durchlaufen sie vor dem Schweißprozess eine Kantenbearbeitungsanlage, sprich eine Fräsmaschine. Nach dem Schweißen werden die fertigen Bi- bzw. Trimetallbänder wieder aufgerollt. Es handelt sich also immer um einen kontinuierlichen Prozess in Längsrichtung. Eine Schweißanlage wird in der Regel immer in eine komplette Fertigungslinie eingebunden. Das heißt, vor der Schweißanlage gibt es Peripherieaggregate, die eine komplette Fertigungslinie herstellen. Wir bieten sowohl die Schweißanlage als auch die komplette Fertigungslinie, sprich inklusive Peripheriegeräte, an. Worin sehen Sie die technischen Vorteile des EvoCont-Schweißverfahrens? Die allgemeinen Vorteile sind sicherlich die, die sich aus dem EB-Schweißverfahren an sich ergeben. Sprich hohe Präzision, eine genaue Reproduzierbarkeit des Verfahrens und selbstverständlich eine hohe Wirtschaftlichkeit. Geht man auf die EvoCont-Technologie genauer ein, so ist es in erster Linie mal die hohe Schweißgeschwindigkeit, mit der die Bänder von Atmosphäre in die Vakuumkammer und wieder herausgeschleust werden, ohne einen Druckverlust in der Vakuumkammer zu erleiden. Das konstante Vakuum und eine hohe, hochpräzise Führung der Bänder in der Vakuumkammer stellt ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit sicher. Zusätzlich haben wir die Restenergiemessung entwickelt, um Abweichungen der Strahlposition frühzeitig zu erkennen. In Verbindung mit unserem Standard-QRS-System lässt sich die Qualität des Schweißprozesses aufzeichnen und dokumentieren. Eine letzte Frage, Herr Schmelzeisen. Wie hat sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt? Wo sehen Sie mit Blick auf die Zukunft Entwicklungspotenzial? Der Ende der 60er Jahre entwickelte Maschinentyp diente zunächst nur der Produktion von Bimetallbändern für die Sägebandherstellung. Es folgte dann die Weiterentwicklung zu Trimetallanlagen. Bis Mitte der 90er Jahre war das ausschließlich für die Sägebandherstellung gedacht. Seit dem Jahrtausendwechsel hat sich der Markt dann stetig verändert. Die bis heute anhaltende zunehmende Elektrotechnifizierung fast aller Branchen hat zu einem hohen Bedarf an damit verbundenen Messtechnik und somit Messwiderständen geführt. Hier werden sogenannte Shunts hergestellt, die in Trimetallbändern verschweißt werden. Dieser Trend ist weiter steigend. Unser Alltag ist längst smart geworden. Denken wir an Handys, E-Autos, Smart Homes oder Industrie 4.0. Dass hier besonders Wachstumspotenzial für Trimetallbänder zum Schweißen von Halbzeugen in der Shunt-Herstellung liegt, liegt auf der Hand. Herr Schmelzeisen, vielen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten. Gerne.